Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind bei Let's Play 109 mit dem Systemstreuner. Und ja, er fängt gerade an hier mit der Bauindustrie. Da würde ich auch gleich weitermachen. Aber vorher muss ich mich um wichtige Dinge kümmern, wie zum Beispiel ein Zug, der zu lang wartet. Wieso wartest du zu lang? Ist hier hinten ein Bauzug drin? Ja, dann geh mal bitte heim, du bist ja schon fertig. Dann kann der andere schon wieder losfahren, hoffe ich. Ist jetzt der, wo wartet? War das da der hier? Da kommt einer raus, das war der. Der, wo zu lang wartet. Der ist jetzt weg. Okay, der fährt jetzt hier lang und baut irgendwo. Der Große ist mir halt wichtig, dass der schaffen kann. Vielleicht sollte ich noch eben schauen, ob der jetzt hier auch wieder blockiert wird. Oder ob der irgendwo durchkommt. Aber so wie es aussieht, der fährt auf dem anderen Gleis rein. Also er fährt auf dem und der Kleine fährt auf dem. Das müsste hinhauen. So. Wir waren hier bei Bauindustrie und im Streuner hat der Kies und der Beton noch nicht gelangt. Der wollte da noch Platte dazu haben. Plattenbauteile, ja. Einmal Plattenfabrik. Die hat Export für Müll und Export für Plattenbauteile. Gut. Und sie braucht Zement und sie braucht Kies. Also vom Fußweg her. Moment, wo sind denn meine Anschlüsse? Einmal schauen. Der Fußweg sollte ja hier durchgehen, so darüber. Ich brauche jetzt Zement von hier. Ich brauche aber auch Kies. Und leider habe ich auch noch die Straßenanbindung auf der Seite, was das Ganze noch ein bisschen ekliger macht. Jetzt brauche ich wahrscheinlich Fördertürmchen. Also wir können hier rauskommen. Das ist schon mal okay. Das, aber dann meine Industrieanbindung, doch, das ist okay für mich. Jetzt habe ich sogar zwei dran, glaube ich. Oder da war doch noch was. Ja, das da ist Unfug. So, jetzt brauchen wir hier den Kies drin. Und ich schnapp mir dann einfach die höchsten Fördertürmchen, die ich dafür finden kann. Aber eben mal gucken, nicht, dass ein Zug zu lang wartet oder dass ein wichtiger Bau fertig ist. Jetzt müssen wir das Schüttgut darüber fordern. Tendenziell möchte ich dann eben. Das ist so ähnlich wie beim Pumpen, mehr Ausgänge als Eingänge haben. Weil ich krieg halt nur aus diesem Lager hier den Kies raus. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wo wir hier hinkommen. Also, dass das gleich so gut tut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich manchmal Stunden damit verbracht, bis ich das irgendwo hin positioniert hatte. Aber wenn dem so tut, dann soll das so sein. Sind die dran? Hier dran? Da dran. Okay. Also die gibt es in unterschiedlichen Höhen. Das können wir uns eben einmal anschauen. Also das da vorne ist quasi der, der hat den niedrigsten Ausgang. Wenn er den nächsten nimmt. Moment. Der hat den niedrigsten Eingang. Dann gibt es einen, der hat einen höheren Eingang, aber den gleich tiefen Ausgang. Dann gibt es einen, der ist niedriger, aber hat einen höheren Ausgang. Und wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt einfach den hintersten. Der hat den höchsten Eingang und den höchsten Ausgang. Und damit kommt ihr dann besser irgendwo durch. So, das Ding braucht aber auch wieder Straßenanschluss. Ist aber kein Problem, so wie es aussieht. Das war eine geile Verbindung. Jetzt ist nur die Frage, blockiert der? Der darf doch eigentlich nicht. Gut, der funktioniert, der Ausgang. So. Also. Kies, Beton, Plattenbauteile. Dann brauche ich ein riesiges Lager hier für meine Plattenbauteile. Und das ist dann ein Freiluftlager. Das müsste unter Fracht sein. Lager für Fahrzeuge. Nein. Nein, nein, nein. Hier. Nicht offen. Nicht. Wie viel geht denn hier rein? 1000 Tonnen. 300. Ja, also es gibt wahrscheinlich Modgebäude, aber ich nehme hier mal das Original. Ich will, dass hier die Fahrzeuge ihre Plattenbauteile abholen können und dass es mit dem Zug abtransportiert wird. Oh je. Oh je, Streuner. Was treibst du hier nur? Ich weiß.
Ich treib's. Ich mach's und wir bauen's. Wir bauen den Scheiß und dann guck mal, ob das uns noch finanziell gut rausholt. Okay, der ist dran. Mit dem Zug muss ich hier ran, ich muss aber auch da hinten ran, um die Kohle reinzukippen. Oder die Kohle hole ich von hinten, das überlege ich mir noch. Aber dann könnte ich halt damit auch dieses VZ beschäftigen. Das ist halt der Hintergrundgedanke. Die können dann Kohle importieren für hier und für da. Und die können Plattenbauteile verkaufen, wenn zu viel da sind. Daraus. Oder hinten raus, wie auch immer. So. Geht da eigentlich irgendwas voran bei meinen Sträßchen? Ich habe dir ja anscheinend den Overkill gegeben. Aber wenn die Kipper alle unterwegs sind, dann geht's mir gut. Kipper sind alle unterwegs. Gut. Die schaffen vor sich hin. Und das Ding ist halt gerade rappelvoll. So. Dann brauche ich von dem Ding hier, glaube ich, noch einen Müllplatz. Von dem Plattenbauding. Da war, glaube ich, auch Exportmüll mit dran. Das muss ich eben nachschauen. Export-Absetzcontainer. Ja, dann kriegt er einen Müllplatz mit dran. Da haben wir auch ein bisschen Müll zu verbrennen. Also, und der Müll, der kann ja auch dann hier hinten rum reingekarrt werden oder über die Straße. Mal gucken. Mal gucken. Also, wir haben da, wo die Ware rauskommt, hier haben wir ein Lager, da haben wir ein Lager. Beton und Kies und Kiesler. Ja, und da haben wir schon einen Müllplatz dran. Dann brauchen wir hier auch noch einen. Dann machen wir den. Möchte ich den so rum haben? Ich möchte ihn eigentlich so rum haben. Ich will, dass die Straßen da jetzt irgendwie gescheit rumlaufen. So. Da haben wir den Müllplatz dran geplant. Und ich weiß, es fehlt Strom, es fehlt Wasser, es fehlt was weiß ich was. Möchte ich die jetzt eben in Planung geben? Ja, dass sie weg sind. Ich kann sie abreißen. Jetzt brauche ich Zufahrtsstraßen. Und ich muss mir das mit dem Gleis überlegen. Also, ich würde hier rauskommen. Keinen Baustart. Und kann ja eigentlich, ja, da geht es jetzt leider hingesnappt nicht dran vorbei. So vielleicht. Ja, was machst du denn, Streuner? Hast du dich so hart verklickt? Ja, der snappt zwar hier noch dran, aber hinterm Gebäude will er nicht. Da müssen wir dann einen leichten Knick fahren. So. Dann, das ist hier eine ganz schön enge Nummer, weil diese Konstruktion hier, die würde Platz brauchen. Die brauche ich aber, um den anzufahren, nicht. Da will er jetzt auch wieder dran snappen. Heieiei. Ich will nicht, dass du dran snappst. Fahr erstmal dran vorbei. Strana, was tust du hier? Das funktioniert doch nicht. Die müssen Verbindung haben. So. Alternativ könnte ich natürlich auch hier rausfahren und eine Brücke machen. Wäre auch geil. Hier ist so eine Bahn, so eine Brücke rüber. Muss ich mal eben drüber nachdenken. Weil das hier ist mir jetzt eigentlich im Weg. Wie wäre denn hier die Brückengeschichte? Wenn man da rausfährt, da drauf und da hinten drauf. Ich fange es mal von hinten an. Dann wird es einfacher. Hier können wir definitiv nur hier rauskommen und wir brauchen einen Wechsel. Wenn man weiß, was man hier braucht, dann weiß man, was man in der anderen Ecke braucht. Einmal Signalchen hin. Da kommt die Kohle rein. Mal den Wechsel und Signalchen davor und dann den Not abschnippeln. Erstmal Not setzen und danach abschnippeln. Einmal den weg und einmal den weg. Ne, hier will ich nicht dran gehen. Das ist mein Pflanzenimport. Da kommt Pflanzenimport. Wenn die da mir hier rund kommen, dann kommt der Pflanzenimport dahin.
Aber ob der jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt, ich gebe da jetzt keine Prio mit. So, dann muss ich hier einmal ums Eck rum. Wo will ich denn hin? Wo will der Streuner hin? Ja, wenn er das denn nur wüsste. Streuner will irgendwo dahin. So. Ja, einmal klar, wäre schneller hier gegangen, aber das ist jetzt so. Ja. Also das wird schon Geld sparen, wenn ich jetzt sagen würde, das Ding wandert auf die Seite von dem Lager und dann muss ich hier nur gerade raus. Nee, das ist so viel Geld, das kriege ich in 5 Minuten hin. Das mache ich weg. Das ist jetzt halt nicht vorgeplant. Das hätte jetzt live, wie sich die Republik entwickelt. Und da hinten, unsere Kipper haben genug zu tun. Wir brauchen einen Haufen Straßen. So, alle weg. So. Und den da auch weg. Und dann machen wir den Schüttgut-Geschichte. Wo ist das Schüttgut? Entladen. Zug. Dann machen wir den hier rüber hin. Das finde ich gut. So, dass wir hier geradeaus rauskommen. Und wenn ich da noch Bock hätte, könnte ich die andere Seite anschließen. Aber da müsste ich jetzt eigentlich hier gut rauskommen. Ja, das tut. Einmal wieder Schienchen dran. Einmal umsonst gemacht. Nicht so schlimm. Wir machen es halt. Da hinten kommen auch schon meine Stromleitungen. Und das Signal. Bam, bam. So. Und hier rüber und darüber und Signal. Zack, zack. So, und jetzt wieder Notes. Und dann wieder abschneiden. Und jetzt fahre ich in einem schönen Bogen hier raus. Erstmal bis dahin. Spart uns halt diesen riesigen Schlenker da hinten. So. Und wenn ich dann hier so reinfahre, kann ich so in die Grenze reinheizen. Ja, das finde ich viel besser. Also der kommt hierher, fährt zur Grenze, holt Kohle, kann hier rumfahren, kann hier die Kohle da unten abladen. Kann aber auch hier rausfahren, um dahin zu kommen. Dann muss ich da keine Schienen hinmachen. Die müssen weg. Auch wenn sie schön geplant waren. Das weg. Das weg. Und das weg. Und den hier noch. So. Okay. Jetzt können wir hier mal diese Anbindung bauen. Einmal das Betonglas und einmal bitte hier so rum raus. Und hier auch. Wichtig ist nur, kriege ich da die Signale hin? Ja, da kriege ich sie hin. Okay. Und dann machen wir hier noch welche hin. Und jetzt machen wir uns eine schöne Brücke darüber. Wo mir wahrscheinlich genau der Mast in rein eiert. Gucken wir mal. Ich muss den anderen ja auch rumkriegen. Ich brauche ja zwei. Einmal so. Ja, das war ein bisschen zu eng geplant. Passiert mal. Und fangen wir halt mit dem da an, der muss rumkommen. Der muss rumkommen, so. Einmal hier rum und einmal darum. Boah, das wird ja eine halbe Achterbahn hier. Ich bin so gespannt, wenn hier die Züge bald langheizen. Und das werden sie, weil ich brauche die Kohle da hinten drin. Achso, ich muss noch eins rüber. Streuner und seine Vorstreunerrichtschiff. Oh, Freude. So. Dann, wo geht's hin? Da hinten. Naja, dann hier bisschen Kurve. Bisschen Kurve. Nicht so, ich habe nicht gesehen, wo mein Ende ist. Bisschen in die Richtung. So. Jetzt fahren wir hier schön runter.
So, auf 0, aber ich muss sehen, wo es hingeht. So müsste es okay für mich sein. Schön langsam runter. Jetzt machen wir hier nochmal ein paar Meter weg und dann machen wir da einen schönen Bogen rüber hin. Ich will da nicht mehr bauen in der Richtung. Das muss jetzt lang. Ziegel. Ja, man könnte jetzt auch wieder sagen, ja, wenn du schon Kohle da hast, dann kannst du auch Ziegel machen. Ja, aber nee. Ziegel ist mir hier jetzt too much. Aber würde theoretisch gehen, aber dann kriege ich das hier nicht so schnell hingeplant. Und schnell ist ja relativ für euch, braucht es wahrscheinlich ewig. So. Einmal dann den Anschluss nehmen und an meinen Gleis ran und dann möglichst weich. So. Dann nehmen wir den nach und gehen hier ran. Und dann müssen die Nodes noch raus. Dass ich weiß, dass ich da keinen Mucks drin habe. Wieder auch. So. Der Anschluss ist drin. Der sieht gut aus. Wie sieht es mit... Oh, ich darf nicht vergessen, dass da nicht irgendein Zug rumpimmelt. Wie sieht es hier aus? Den hier. In der Theorie kann ich ja hierhinter noch rausfahren, wenn ich es da hinten brauche. Das ist gar kein Thema. Das Ding hat nur einen Anschluss. Eigentlich hat es ja zwei. Ich denke aber, ich verwende nur einen. Also da wird jetzt nicht dieser Zug-Traffic kommen, dass die hier im Stau stehen werden. Der kommt nämlich hier. Ja. Steht mein schöner Bauzug hier und blockiert sich. Du darfst nach Hause. Und du darfst auch nach Hause. Ihr seid ja beide schon fertig. Hoffentlich habt ihr bald die Ecke hier rundgeschissen. Ey, das glaube ich ja nicht. Da sind sie. Boah, die sind ja schon am Silo dran. Respekt. Einfach nicht hingucken, dann läuft's. Auch wenn sie ein bisschen Pause gerade hatten. Wo waren wir? Hier. Genau. Da machen wir eine klassische T-Verbindung. Aber dass sie danach auf einem Gleis endet. Komme ich da von hier raus? Jetzt snappt er mir wieder an den falschen Punkt an. Von hier darüber. Ne, von hier darüber. Und von hier. Von hier bitte. Du willst es so weit haben? Na, von mir aus. Ja, das ist halt, wenn man in der Kurve so ein T-Stückchen macht, dann ist es halt. Jetzt habe ich den Node noch drin, der weg muss. So. Aber ich will es einfach nicht so bauen, dass wir nur für lokal produzieren und alles, was übrig ist, dann mehr oder minder halt übrig ist. Und dann stehen sie sich in die Beine in den Bauch. Das muss so wie beim Dünger laufen, wenn ihr euch erinnert. Beim Dünger ist es so, das, was nicht verbraucht wird, da fahren jetzt die dicken Tanker hin und her. Dünger mache ich jetzt halt nicht mit einem Flüssiggut-Tanker, weil ich da hier zwei schöne dicke habe. Die schaffen mir Kohle ran. Und die Düngerleute, die können ihr Leben lang hier richtig schön produzieren. So, aber das letzte Stückchen war, glaube ich, ein bisschen ein Murks. Das da. Das muss. Und das sieht auch ein bisschen eckig aus. Bitte weicher, so. Bitte ein bisschen Auslauf und dann läufst du mir da rein. So. Sieht für mich gut aus. Dann haben sie wieder ein bisschen was anderes zu bauen. Und ein bisschen Signalchen, dass wir ein paar Stückchen getrennt haben. Gut, gut, gut. Gut. Ah, Baustart bitte. Damit müsste ich alles, was ich jetzt an Schiene geplant habe, auch bauen. Aber ich kann denen auch nochmal hier was dazugeben, dass die einfach wissen, da drüben können sie auch hinjodeln. Auch den Kies, den wir hier brauchen und die Plattenbauteile, die werden dann alle hier von lokalen Speicher geholt. Ihr könnt bitte hier anfangen. Da könnt ihr jetzt auch mitmachen. Möchte ich der Priorität geben.
Eigentlich schon. Aber da hinten will ich auch Gas geben. Schauen wir mal, wie es läuft, wenn ich da jetzt noch ein bisschen Priorität mitgebe. Es ist ja eigentlich nicht das Elendstück und wir haben ja drei Bauzüge. Und eigentlich vom Geld her könnte ich auch sagen, ich gönne mir jetzt einfach noch einen. Ich hole mir noch so einen fetten hier. Außer der ist ganz schön teuer geworden. Gibt es coole Westbaufahrzeuge? Oh Gott. Was sind das für traurige Dinger? 20. Die sind jetzt alle nicht so schnell. Ah, dann kriege ich hier auch mehr Personal rein, weil der dann noch mein Bauzug da ist. Die Idee ist nicht schlecht. Da hätte ich früher drauf kommen. So, mir ist leider gerade das Spiel abgeschissen. Und als ich das letzte Autosave geladen habe, stand ich hier. Das heißt, ihr seht schon, dass ich da wegen Zügen rumgeguckt habe. Wir haben gesehen, da kommt eine Meldung rein, dass die Züge da stehen. Das weiß ich jetzt natürlich im Voraus. Da warte ich jetzt nicht auf die Meldung und schicke sie gleich mal heim. Ne, der baut noch, oder wie? Irgendeiner wartet zu lang. Aber das mache ich jetzt so. Der ist wieder weg. Der da arbeitet. Okay. Ich glaube, das hat man davor gemacht gehabt. Ja, weil da kommt schon der nächste. Der kommt aber jetzt auch auf dem Gleis von dem hier. Vielleicht behalte ich ihn mal im Blick. So. Keine lange Auswahlgeschichte mehr. Und jetzt noch so ein dicken Bauzug. Den da. Einmal bitte. Komm, unterstütze die Republik. Bauzüge mit uns. Baugleise mit uns. Züge. Bauen wir auch irgendwann. Irgendwann bauen wir die. Und irgendwann fliegen wir auch zum Mond. Da bauen wir Sputnik oder was weiß ich. Der kommt rein. Sehr gut. Hier habe ich die Bio schon wieder hochgestellt. Dann sind wir bei der nächsten Baustelle. Den muss ich mir irgendwo noch hinschieben, wo mich nicht stört. Da vermutlich, dass ich sehe, wie viel Kies er noch drin hat, ob er noch schafft oder ob er wieder heimkommt. Ja, Verkehrsanbindung. Also ich kriege hier jetzt die Waren alle raus. Diese Waren möchte ich auf die Bundesstraße bringen. Ich habe hier Zug. Über die Straße möchte ich es eigentlich nicht machen. Hier wäre vielleicht auch noch ein Spot. Oder halt hier. Ich denke, das muss jetzt hier laufen. Aber ich habe hier halt jetzt auch wieder nicht den Platz, um über die Gleise drüber zu kommen. Das heißt, ich müsste es mal ein bisschen anders konstruieren. Vielleicht ein bisschen massiver. Machen wir mal wieder den Snap raus. Also, ich muss... Ich muss von hier rüberkommen. Ach, der macht mir so keine Kurve. Ja, ist schön. Dann fangen wir. Da ist auch noch Zug. Und eigentlich möchte ich hier hinkommen. Na, ich denke, das wird cool aussehen, wenn wir da jetzt einmal quer rüber gehen. Wir fangen mal hier an und gehen mal auf die 9 Meter. So. Kann ich, dass sie mir möglichst wenig im Weg ist, die hier so drüber ziehen. Das tut schon mal. Das wird halt massive Brücke jetzt. Und eigentlich brauche ich da zwei. Vielleicht auch nicht. Wenn ich den ein bisschen kürzer mache. Ach nee, ich muss ja noch hier drüber. Ja, ja, kürzer machen ist nicht schlecht. Ich muss hier drüber. Da würde ich jetzt auf den engen Boden fahren. Machen wir hier drüber. Und dann muss ich einmal hier. Da muss jetzt leider der Bogen sein. So hart und wie er jetzt halt auch immer ist.
könnte ich hier hinkommen. Dann hätten wir Einbahnstraße. Die Einbahnstraße hätte ich gern hier so. Jetzt brauche ich wieder einen Snap. Kriegst du die Kurve jetzt nicht hin, dass das dir jetzt so eng hier im Ernst? Kriegst du doch sonst auch so enge Dinger hin? Dann muss ich die nochmal ein bisschen rüberziehen. Das kriegt man hin. So, einmal hier rüber und dann von mir aus hier gleich auf 7 Meter runter. Da jetzt möglichst eng dran. So. Ja, jetzt habe ich schon wieder so Maschine gebaut. Ach, Spoilerchen. Beherrsch dich doch mal. Wenn sie doch nicht so krumme Dinger bauen. Dann mache ich es halt so. Also mehr Platz geht nicht mehr. Jetzt muss ich hier die Einbahnstraße umgehen. Da sollen sie rausfahren, wenn sie Material haben. Und dann kriegen sie von mir aus ja auch noch eine Beschleunigungsstrecke, bevor sie dann hier einbiegen. So. Wenn sie kommen und Material holen wollen, dann kommen sie von hier eigentlich. Ja, je nachdem, wo die Baubüros sitzen, kommen sie dann her. Gerade schauen, wie weit ist der Weg. Ja, ich brauche ja, also das erkläre ich, warum ich das brauche, aber ich brauche da noch was. So. Wir könnten jetzt hier die hier so reinmachen. Hier rein, da raus. Und die zweite. Bauern. Wenn ich die hier jetzt schön parallel rüberziehe, zumindest mal bis hier. Das wird massiv. Und dann von hier da drüber gehe, ohne den Snap. Oh yeah. Oh yeah, das gefällt dem Streuner. Da ist er voll dabei jetzt. Da hat er Bock drauf. Aber ich brauche noch, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle, brauche ich jetzt hier einen Matschweg. Genau da. Da brauche ich einen. Dass da kein Pfosten kommt. So, jetzt schnappen wir uns das Ding. Und ziehen es hier rüber. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, geil, so zack, da Brücke, hier Brücke. Wow. Das frisst jetzt natürlich, das frisst enorm Ressourcen. Aber... wenn, dann will ich es cool bauen hier an der Stelle. So, dann gehen wir hier runter. Und dann machen wir uns hier die Abbiegespur hin. Wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Falsch, wieder mit dem Snap raus. Wieso machst du mir das jetzt nicht? Ach so, falsche Richtung, Streuner, du Vogel. Ja, ja. Ich muss ja von hier nach da. Jetzt hat er daneben genommen. Ich will doch den da. Kann ich da rein? Dann fahren wir hier rein. So. Auch wenn die... nee, die Strecke, die wird nicht so verwendet, weil da geht es ja nur nach oben. Das war Blödsinn. Da können wir kurz rangehen. Die Beschleunigung brauche ich nur auf der anderen Seite. Also die Fahrzeuge kommen über die Brücke rüber, dann fahren sie hier eine Kurve, dann muss der Matschweg weg. Und dann können sie hier hoch beschleunigen. Und da rede ich jetzt nicht von den 35 km/h Kippern, sondern von 78 km/h, die dann 40 Tonnen drin haben und eine Weile brauchen. Und wenn sie dann auf Speed sind, dann dürfen sie mehr auf die Straße. Ich bin doch dämlich. Da passt's, hier passt's. Da genau falsch rum. Nee, sie sollen hier rausfahren. So. Vergesst, was ich gesagt habe. Streuner hat viel komischen Schiss im Kopf. So, jetzt komme ich darüber. Jetzt muss ich das Verkehrschaos da drüben noch lösen. Ja.
Da würde sich das anbieten, was mir auch ein lieber User geschrieben hat. Das muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Der hat gesagt, mach doch mal einen Kreisverkehrsschnur. Mach doch mal. Ich so, ah, Kreisverkehrskabel kann ich irgendwie nicht. Aber das probieren wir jetzt. Mit dem Kreisverkehr hätte ich hier ein Problem weniger. Und da mache ich auch das erste Mal hier mit so Magnet. Anscheinend soll das damit gut funktionieren. Aber vielleicht muss ich das Stück. Wir machen uns hier mal ein Stück hin. Jetzt ziehen wir uns hier irgendwie einen Kreisverkehr hin. Vielleicht brauche ich noch ein zweites Stück. Wie viel Abstand haben wir da? Machen wir mal so. Dann kriege ich da eine schöne Kurve. Sieht schon hingeeiert aus, das Ding. War ein hässlicher Kreisverkehr. Okay. Ist okay. Dann machen wir den halt so. Und einmal noch da drin. Also wenn es rund sein soll. Keine Ahnung. Schreibt mir, wie man einen besseren Kreisverkehr macht. Ich ziehe mir das jetzt nicht rein. Ich mache den jetzt genauso dahin. Da haben wir hier eine Anbindung in den Kreisverkehr. Eben mal schauen. Hier kommen sie raus und müssen den ganzen Kies wegbringen. Das heißt, ich mache mir hier den Kreisverkehr so rum hin. Dann würde ich den Kreisverkehr. So reinlaufen lassen. Schweine, was geht dir durch den Kopf? Hier kommen sie, da gehen sie rüber. Oder sie kommen von da oben, von hier. Fahren hier rein. Auf beiden Spuren fahren sie rein. Das heißt, du brauchst eigentlich auch noch so ein. Eigentlich brauchst du da noch was. Und zwar so ein Einbahnsträßchen, dachte ich jetzt irgendwie. Also, dass sie hier rausfahren können, dass sie da rüberfahren können und hier raus. Aber ich möchte gern, dass sie nicht die harte Kurve hier haben, sondern so ein weiches Körbchen hier. Die Richtung rein. Und dann macht ja das da auch schon wieder keinen Sinn. Dann kann man da auch Einbahnsträßchen hinmachen. Stört mich jetzt der Magnet. Einmal so hier rein und einmal so hier raus. Vielleicht muss ich das da auch machen. Einmal hier so rein. Und einmal da raus. Zu scharf. Okay. Der Weg zu nah hier. Eigentlich ist das da ja alles dann auch Murks. Ich gehe von hier da dran. Und von hier. Von hier möchte ich eigentlich. Raus aus dem Kreisverkehr. Genau, raus, rein. Raus aus dem Kreisverkehr. Ja, genau so, da raus, da rein. Und von hier will ich einmal. Von hier raus, so rein. Nee. Sieht ja aus wie ein krummes Ding da. Wenn dann so. Bin mal gespannt, ob das jetzt so tut. Das muss ich eben noch mal anschauen. Weil ich blick's jetzt schon wieder nicht mehr. Wir kommen hier raus. Wir fahren auf der äußeren Spur hier lang. Da kommen wir dann raus. Wir fahren in den Kreisverkehr rein. Kommen hier rum. Holen unser Zeug, kommen wieder rein. Fahren hier wieder zurück auf der Straße außen. Kommen hier rum und da raus. Okay. Und hier könnte man da reinfahren. Müssten dann hier in den Kreisverkehr rein und von dort dann Zeug holen. Und wenn wir auf die andere raus wollten, würden wir hier rausfahren, rüber und da lang. Okay, doch, das sieht gut aus. Was dieser Spaß hier wohl kosten wird, unglaublich, aber das steht da bestimmt dran. Ja,
Ein bisschen Beton halt, ein bisschen Kies halt, ein bisschen 8000 Arbeitstage halt. Ja, mache ich am Anfang einen Matschweg hin. Wenn alles andere steht, dann kommt ein Matschweg hin. Wir müssen jetzt aber hier auch noch was ändern. Dass der ganze Spaß so tut, wie ich mir das vorstellen, müssen wir den Kreisverkehr dann natürlich auch noch nicht in beide Richtungen machen. So. Und nun, warum mache ich den ganzen Spaß? Ich brauche Anfahrtsstraßen. Auch Anfahrtsstraßen, die mir nicht im Kreisverkehr stehen, wo die ganzen Fahrzeuge reinkommen können. Da würde ich einfach mal, dass ich Länge hinkriege, wo Baumaschinen stehen können, um Kies zu holen. So einen Weg hier bauen. Aber da muss ich natürlich hier vorne auch die Anbindung schön machen. Und der zweite. Die fahren zwar jetzt ein bisschen länger, aber dafür habe ich Platz vor dem Ding. Der Platz ist mir sowas von wichtig. Ich will nicht, dass mir die Betonmischer hier im Kreisverkehr drin stehen. Und wenn da 30 Betonmischer holen, dann sollen die schön hier anstehen, bis sie ihr Zeug kriegen. Ich will aber nicht an dem ein bisschen. Noch die Einbahnstraßen hier dran passen, dann könnte ich über dieses Konstrukt hier eigentlich auch noch meinen Personalbus dann hier hinfahren lassen. Also da betrete ich selber gerade Neuland. Ich habe noch nie einen Kreisverkehr gebaut, das schwöre ich euch. Ich habe keinen Plan, ich habe es jetzt nur so ein bisschen überlegt, wie das tun könnte, live mit euch zusammen. Und ich bin gespannt, ob der so mächtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Daraus. Da rein. So. Das wird wahrscheinlich hier auch mit einer Kardenanbindung tun, aber so haben sie halt weichere Kurven, da können sie voll durchfetzen. Hier zack, rein, bam und Beton holen. Oder hier einmal ein Körbchen. Der ist jetzt nicht ganz so weich, da ist sowas hier schon schöner, aber nee, das passt so für mich. Das finde ich cool. Das finde ich verdammt cool, wie das jetzt aussieht hier. Auch mit der Brücke unter der Brücke hier. Kostet halt mal schön 300.000, aber wir sind ja jetzt nicht so arm. Ich will nur gucken, ist mein neuer Bauzug angekommen und wie viel Personal habe ich jetzt auch drin? Boah, 180 Leute, das ist doch gut gegen die Arbeitslosigkeit. Und die da sind hier noch alle voll dabei. Finde ich super. Jetzt müssen halt wahrscheinlich hier die Kipper ein bisschen mehr schaffen hier. Dass die den ganzen Kies herbringen, wo sind die denn? Ja, wahrscheinlich fahren sie hier. Ja. Aber die Kipper hier sind jetzt gut ausgelastet. Ob das Lager oder verpackt das? Ja, gut. Das muss. Schauen wir mal, ob die irgendwo. Na klar. Lange Meter machen natürlich nicht. Die kleinen verfluchten Dinger hier. Ich habe doch da vorne einen Brio-Auftrag gegeben. Und der wartet jetzt, dass er wahrscheinlich gerade ausbauen kann. Das sehen wir gleich. Signal. So. Wenn der hier drüber ist, dann müsste der eigentlich irgendwann mal fahren. Wo fahren wir raus jetzt? Wo baust du lang? Baust du schräg oder gerade? Das ist die spannende Frage. Ihr Gas gibt. Ja, ich habe jetzt extra da unten noch Baustellen gemacht, dass ihr euch nicht gegenseitig im Weg steht. Ja, der baut schräg. Okay, dann ist zumindest diese Kreuzungsgeschichte hier irgendwann mal rum. Dass sie sich da schauen. Der. Wo baust du jetzt lang? Da gerade oder wie? Ja, okay, ist ja gut. Dann ist die Kreuzungsgeschichte auch mal vorbei. Ich habe schon so lange keine Straßenfertigmeldung mehr gekriegt. Alle Sträßchen sind noch irgendwo im Bau. Sie haben jetzt halt jede Menge. Aber solange die Kipperchen alle weg sind. Wo ist denn der? Ach, das ist ja kein Kipper. Streuner. Fährt auch irgendwo lang. Die
fahren halt alle jetzt irgendwo in der Gegend rum. Da fährt einer lang. Da fährt einer rum. Vielleicht, also ich frage mich halt, wie viel die noch für diese lange Strecke da hinten hinkippen müssen. Ja, aber da sind sie ja fast durch. Da waren ja 2000 Tonnen dran gestanden. Wir sind ja hier im Endspurt. Und dann geht's weiter. Und in Ruhe kann der Bagger hier... Ich glaube, das ist schon zwei Menschengenerationen, wo da ein Bagger sitzen muss, dass das da rund läuft. Ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt. Und weil sie ja so viel, wenig zu tun haben, kriegen sie jetzt von mir noch extra Jobs. Einmal hier vorne. Was macht das Sino? Ah, er importiert schon. Okay. Er importiert. Wir haben April und er muss importieren. Mal irgendwann mal nachgucken, wann es genau anfängt. Kann ich das hier so stehen lassen? Dann fehlt noch ein Busbahnhof hier. Und dann fehlen noch so ein paar kleine Anbindungen, dass halt die ganzen Dinger dran kommen. Aber das Konstrukt, das finde ich mega. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.